mich schon. Ich persönlich freue mich. Ich persönlich freue mich sehr. So, hier wieder mehr. Die machen halt immer so perfekt zu Weihnachten. Nicht, dass ich es selber zu Weihnachten hole. Ich hole es mir eh eher. Wenn es draußen kommt, habe ich so in der Richtung. Aber für den, die sich noch gar kein Weihnachtsgeschenk haben, könnten sich sowas ja natürlich wünschen. Zudem ist das, glaube ich, genauso groß. So wie ich das gelesen habe, ist das genauso groß. Nur, dass es halt den verbesserten Bildschirm hat. Was natürlich toll ist. Blöp. Gut. Problem ist natürlich wieder, wenn man hier diese komische Mobilkarte wieder reinstecken möchte, muss man, glaube ich, wieder 100er mehr zahlen oder so. Das ist natürlich wieder meh. Aber, mein Gott, man gibt ja sonst kein Geld aus. Man spielt ja nur die ganze Zeit Minecraft. Da kommt dann auch wieder eine große Frage, worauf man natürlich bei Spielen achtet. Also ich sage, wenn mich ein Spiel so lange begeistern kann, dass ich sozusagen das, was es gekostet hat, die Kosten des Spieles, locker draußen habe. Ich weiß nicht, was kostet Minecraft? Ich glaube 20 Euro und ich habe schon, keine Ahnung, gefühlt 3000 Stunden Minecraft gespielt. Und da bin ich immer noch nicht leid, so in der Richtung. Ne? Gut, ab und zu mehr oder minder, weniger Lust, mehr Lust, so in der Richtung. Das ist ja immer so die andere Sache. Aber ich meine, für das Geld, was Minecraft sozusagen verlangt oder Mojang verlangt mit seiner Firma da, ist das Beste überhaupt. Wenn man sich dann überlegt, so keine Ahnung, man kauft sich dann so einen AAA-Budget-Titel von, keine Ahnung, man kauft sich zum Beispiel irgendwie so, hier, dieses Aliens Space Colonial Marines da, was ich dann Let's Played habe. Was natürlich, viele sagen, das ist ein super schlechtes Spiel. Es ist okay. Es ist jetzt nicht das Allerschlimmste, was ich jemals gespielt habe. Dafür gibt es, glaube ich, noch viel schlimmere Sachen. Oder mehr, die keinen Sinn machen. Aber man hat sozusagen dafür, je nachdem, ich habe die Collector's Edition wegen dieser Figur halt noch dazu. Sagen wir mal, da habe ich, keine Ahnung, 80, 90 Euro ausgegeben und habe 4 Stunden Spielspaß gehabt. Und obwohl nicht mal so viel, obwohl Spielspaß immer so ein gedehnter Begriff ist. Man hat es 4 Stunden lang gespielt, sagen wir mal so. Super. Da hat es jetzt vollgebracht. Da habe ich sozusagen für das Geld, hätte ich mir dreimal Minecraft kaufen können, wenn man das jetzt umrechnet, und hätte dann 3000 Stunden. Das heißt, ich hätte 1000 Stunden pro 20 Euro gehabt, oder was weiß ich nicht was. Also, da darf man sich nicht beschweren. In der Richtung. Schön, Gold. Gold werde ich einfach nur brauchen wegen den Schienen, weil ich werde mir dann irgendwann mal ein Schienennetz machen, damit ich sozusagen in andere Chunks kann und so, Chunks kann, damit ich schneller zwischenreisen kann. So, hier ist noch dunkel, hier ist Gold. Pfui. Böser Creeper aus, mach Platz. So. Ist immer noch den Enderman, den ich davor gehört habe, oder? Ist jetzt kein neuer. Mann, jetzt habe ich da extra eine Fackel hingetan. Du bläst die einfach so weg. Gut, aber danke, dass du Gold gezeigt hast. So. Das ist ja schon mal was. Danke fürs Gold. So, da sind wir nämlich hergekommen. So. Da haben wir noch Kohle und so. Und so. So, dann teleportiert er sich weg. Hoffe ich, dass er endlich mal irgendwo hier auftaucht und mich angreift. Ja.
Mögen sie das nicht, was ich ihnen hier gebaut habe? Oh mein Gott, sieht hier in diesem Texturenpaket aber richtig schrecklich aus. Wow. Weil im Echten, wenn er den Mund auf hat, dann sieht dann sozusagen aus, als hätte er da so ein kleines Loch. Also als wäre das nicht vollendet, so der Sprite. Hier hat er das aber sozusagen, das ist richtig sozusagen so ein Zombie-Mund ist, der so verwest ist, so... Ja, das war gruselig, den so aus nächster Nähe zu sehen. Ja, ich sehe da schon den Creeper. Ich weiß, dass er kommt. Da ist der Mr. Creeper. Mr. Creeper, würden Sie sich bitte von meinem Grundstück verziehen? Komm. Einfach diese Unschuldige mitgezogen. No. Aber stimmt, ich kann meine Eisen, also meine Erfahrungspunkte zum Reparieren meiner Rüstung benutzen, weil ich glaube, man maximal, also wenn ich mich jetzt komplett irre, maximal 4 Eisen braucht, um etwas komplett zu reparieren. Das heißt, das Einzige, was sich sozusagen nicht lohnen würde, über den Amboss zu reparieren. Gut, außer natürlich, dass man, wenn man Pech hat, natürlich das Amboss ein bisschen kaputt macht und man sozusagen ein neues Amboss wieder bauen muss. Aber das kann auch, wenn man Glück hat, vielleicht nach 30 Mal passieren. Man kann aber auch Pech haben, vielleicht nach 4 Mal oder so ist der Amboss kaputt. Das ist dann halt mehr wieder dieses Glücksspiel oder... Diese Droprate, glückliche Sache, so in der Richtung. Na, kommst du runter? Danke. Guten Abend, Mr. Zombie. Was haben wir jetzt eigentlich? Ein Steak? 13 Smaragd. 1, 2, 3, 4, ja. Hat lohnt. Hat sich gelohnt, so. Also, wir gehen jetzt langsam mal nach oben. Dauert auch noch. Oben sind, keine Ahnung, 5 Minuten oder sowas, ist ja immerhin ein Weg. Ich möchte jetzt auch nicht rennen oder sowas, ist es mir auch nicht wert. So, weil wir müssen ja schon springen, das ist schon schlimm genug, wenn wir so viel oft hier springen müssen. So, und dann hier sind wir auf diesem oberen Abteil und dann, wenn wir dann hier durchgehen, müssten wir hier rechts irgendwo reinkommen. Oh, hallo. Genau. Okay. So, dann haben wir hier diesen Wasserpool. Ah, ne, Mip, das ist nicht meine. Ja. Doch, hier, den muss ich hier runter. Wenn ich den hier hochgekommen bin. Flop. Und dann... Hier war er da entlang. Und ich bin daher gekommen. Glaube ich, oder? Ja, hier ist dunkel da. Genau. Muss dann mal ein bisschen hier heller machen, damit ich weiß, hey, das ist doch der richtige Weg. Und nicht nur, weil es so ein bisschen dunkel ist, dass es nicht der richtige Weg ist. So. Jetzt müssen wir Ausschau halten nach den 2 oder 3 Fackeln an der Wand. Mr. Creeper, würden Sie bitte weggehen? Da ist Lava. Lava, verstehen Sie das nicht? Lava, da, die 2 Fackeln an der Wand. Die sagen hier hoch. Au. Wo kommst du denn her? Boah, der hat mir aber oft hier zugesetzt. 1, 2, 3 und bestimmt noch einen im Hintern, genau. Mann, 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 Mann hier. Ungeheuerlich, so. Hopp. Hier runter. Dann bin ich hier in der Ravine und dann aus der Ravine ist das hier. Hier rechts. Au, mein Bein. Ist das aufgehoben? Ja, 4 Stück haben wir schon. Wow. Gut. Bringt mir jetzt persönlich eher weniger. Also ich brauche jetzt kein Dynamit. Ich werde es eh nicht benutzen, weil ich grab nicht mit Dynamit. Das Netherportal sah gerade so komisch aus. Hier ist nichts. Hier ist ein Slime. Hier ist nichts. Gut, dass unser Lava-Ding da unten eigentlich ein Slime-Spawner ist. So, jetzt haben wir das. Passt ein bisschen weniger. Gut, da ist noch. Oh. Hier einmal. Hier einmal. Und hier einmal. Zack, auffüllen. Zack, auffüllen.
So, Slime Balls. 10 Emeralds haben wir schon. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch ein Dorf finden, womit wir dann glücklich werden könnten. So. Guck mal an, wir haben wieder ein bisschen Kohle aufgesammelt. Ist schon mal wieder schön. Netherquarz, Glowstone, das, genau. Flinte haben wir. Gunpowder ist auch Loot hier, genau. 23 haben wir schon. 20 Strings. So, dann gehen wir mal schlafen, damit alles, was draußen ist, erstmal stirbt. Während sich das einbrennt, machen wir wieder ganz einfach die ganze gute alte Feldarbeit. Wenn man da oben ist, was aus, tun wir dann einfach das mal hier rein. So, die Kiste hier und hier. So. Eine Karotte. Eine Karotte? Ich wollte mich verarschen. Sind das hier nur ein Karottenpflanzen? Oh. So, zack, 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 zack. So. Okay. Blub. So, da sieht man wieder, da haben wir einiges wieder. Sugarcanes, Papier haben wir einiges. Setzlinge, Rotten Flash ist hier. Haben wir schon über einen Stack. So, Eisen. Rüstung ablegen. So, wir wollen den Helm. 3 Stück. 2 Stück. So. Komplett repariert. Und der hat nur einen kleinen Krexel. So, schön. Gut, bei den Schwertern mache ich das jetzt nicht, weil ich glaube, ich bräuchte, ja, da, ein Eisen, das heißt, ich bräuchte, glaube ich, 3 Eisenbarren. Oh, kann ich wieder ein bisschen reparieren. Ich bräuchte mehr als 3 Eisenbarren, damit ich das sozusagen repariert bekomme. Das ist dann natürlich Verschwendung, weil ich ja für 2 schon wieder was komplett Neues bauen kann. So. Dadurch haben wir aber natürlich auch sozusagen das Eisen auch noch indirekt draußen. Genau, so, wir haben 15. Wir haben hier leider noch ein bisschen Stone in unserem Inventar, den ich dann hier rausnehmen möchte. Oh. Okay, hier die Gold-Ingots sind fertig. Oh, haben wir schon auch bald einen Stack. Dann schmelz mal ein. Nochmal voll. So. Und jetzt gucken wir uns mal unten an, wie das da aussieht. Mit dem Pilzchen. So. Er hat sich wieder weiter verbreitet. Der hier nicht? Was gefällt ihm da nicht an dem Raum? Ich müsste mal, glaube ich, mal beide so umtauschen vom Raum her. Vielleicht ist das für den einen nicht geeignet und für den einen mehr geeignet. Oder der Braune braucht Licht, der Rote nicht oder so. Ich weiß es nicht. Sehr interessant. So. Also hier, das wird komplett verschwinden und dann mit den Wasserpflanzen muss ich mal sehen, wie ich das dann machen werde. So, ich weiß nicht. Komm, nehme ich noch ein bisschen Weed mit und vermehre die oben. Auch wenn ich gesagt habe, dass ich die jetzt eigentlich nicht jetzt vermehre, aber mein Gott, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich möchte das jetzt so ein bisschen nicht so zu knapp schneiden. Also wenn ich der letzte so wird, 4, ja gut, passt so. So, meine Lieben, kommt, ich habe Futter, Futter, Futter. Guck mal, die eine Kuh klebt hier echt drin. 1 und 2. So, dann suche ich die Kuh und die da. Dass ich echt diese Kuh hier umbringen, weil sie da zufällig drin steckt. So, dann haben wir jetzt 4 Schäfchen. 4 Schäfchen reichen komplett. Und Kühchen reichen 4 auch. So, hier sieht man schon mal, dass es sich so ein bisschen renaturalisiert mit dem Gras, was da so drüber kommt. Das finde ich sehr schnieke. Ist das schon mal passiert? Oh, wow, wir haben 2 Leder. Also wir können uns Bücher machen. Wie gesagt, uns fehlt aber trotzdem noch für dieses Verzauberungsbuch immer noch dieses verdammte
immer noch das verdammte Obsidian, was wir uns jetzt nicht selber gießen können. Aber gut, wir könnten uns das gießen, bringt uns aber persönlich nichts. Aber wir haben schon mal was Neues. Drops. Leder. Neue Lederdrops. Neues Raw Beef. Und wir haben ein Pfeil zu viel. Den bringen wir weg. Hätte mir jetzt Wolle holen können, ne? Ne, ne. Das ist wieder so eine Sache. Ob das sich jetzt lohnt oder nicht. So. Ja, guck mal, hier unten ist das auch fertig. Also wir können da wieder ein bisschen Koppel reingeben. Und wieder den restlichen Koppel auffüllen. Auffüllen. Mehr auffüllen. Dann können wir hier noch diese 25 Kohle mitnehmen. So. Okay, gut. Dann werde ich das beenden, auch wenn jetzt der letzte Part, wenn es so von meinem Uhr so einigermaßen stimmt, kürzer sein wird als die anderen. Aber bevor ich jetzt irgendetwas Großes anfange, weil ich noch einiges machen muss, wäre das zeitlich mir nicht möglich, weil ich muss ja das dann abstimmen. Ich weiß nicht, ob dann die anderen ein bisschen kürzer werden, die will ich das aber nicht machen. Da wird einfach nur einer kürzer und die anderen werden halt diese gewohnten 20 Minuten haben. Also ich glaube, jetzt werden 20, 20, 20 und 17 oder sowas. Sagen wir mal 16, 15. Irgendwie sowas. Kann aber auch ein bisschen weniger sein, ich weiß es nicht. Je nachdem, wie schnell ich das so mit dem Stopp und sowas gemacht habe. Aber wir haben ja Dirt gesammelt. Ein kleiner Recap. Wir haben Dirt gesammelt. Wir haben oben das Fundament gelegt. Wir sind hier weiter am Einschmelzen. Haben noch ein bisschen Eisen mehr rausgeholt. Wenn hier die erste obere Reise voller... Wenn die erste obere Reihe voller Eisen ist, wäre das ja schon mal was. Wir haben ein bisschen Farm. Wir haben hier unten ein bisschen was umgebaut. Leider nicht viel gebracht bisher. Wir haben Lapis Lazuli immer noch, was ich auch eigentlich gar nicht weiß, was man. Na gut, wir können höchstens einen Block machen. Aber ich glaube, der Wert ist nicht 4, sondern der ist mehr. Genau, wir könnten Lapis Blöcke machen. Das wäre höchstens sowas. Aber das ist dann wieder so viel Lapis, muss man dann wieder suchen, wenn man vernünftig irgendetwas aus diesen Blöcken bauen möchte. Vielleicht fällt mir irgendwas ein, vielleicht nicht. So, wie gesagt, das nächste Mal arbeiten wir wieder ein bisschen weiter oben dran und dann werden wir uns wieder weiter unten dran arbeiten. Ich versuche dann immer so pro Aufnahmesession oben ein bisschen zu bauen, also das, was ich bauen möchte, wird oben ein bisschen gebaut und dann entweder habe ich genug Material, dass ich es vollenden kann oder ich gehe dann wieder ein bisschen nach unten, sozusagen, dass halt immer dieser Ausgleich ist, nicht so, naja, ich mache jetzt nur das hier, guck mir an, wie ich 5 Stunden lang hier nur immer unten abhacke und nichts anderes passiert, oder hey, guck mich an, ich bin hier nur 5 Stunden am Bauen, so, das möchte ich nicht machen, ich möchte halt so ein bisschen im Ausgleich haben. Deshalb sage ich dann Dankeschön und sage bis zum nächsten Mal, tschüss!